Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Metal Gear Solid 5, der Phantom Pain. Jo, es geht weiter mit den Nebenoperationen. Ich glaube, das ist jetzt da die Nummer 128. Ich fange unten an, genau. Eliminieren Sie die umherziehenden Marionetten 01. Dafür gibt es 140.000 GMP. Keine Ahnung, wie man die eliminieren muss. Kann man die ebenfalls quasi schlafen legen? Sollte man vielleicht Begleiter wieder als auf Quiet setzen? Ja. Ah, machen wir sie mal Gold, das haben wir schon. Das haben wir noch nicht gehabt, zumindest nicht in den Videos. Schaut alles scheiße aus. Gut. Nicht abbrechen, Blödsinn, wir starten die Mission. So. Ja, wenn ich dran denke, dann schneide ich das, also drücke ich auf Pause beim Ladebildschirm. Weil man in den letzten 150 Folgen gesehen hat, oder keine Ahnung, wie viel sind wir jetzt schon, 170? Denke ich sehr selten an das. Naja, ist mein zweites, drittes Let's Play. Da darf man sich sowas noch erlauben. Irgendwas, was haben wir hier? Haoma bereits erhalten. Ja, das ist ein Schaf, schön fürs Schaf. Also wir wollen ja das Zentrum der Macht natürlich. Eigentlich brauchen wir das gar nicht. Das Zentrum der Macht ist circa hier. So, und wir markieren uns hier. Weil ich glaube, das ist ein guter Weg hier, weil dann glaube ich, stehen nämlich über dem ganzen Ding da. So. Kommt man doch so bekannt vor. You have arrived at your destination. Ja, sammelt immer alles ein. Das ist mein Tipp an euch. Sammelt alles ein. Ja, auch wenn ihr das nicht braucht, ihr könnt es verkaufen und für das Geld. Für das Geld könnt ihr Sachen entwickeln. You have arrived at your destination. Haben wir noch einen Wermut? Und nochmal Geschützstellung. Das ist eine Attrappe. Wir trotzdem markiert. Enemy presence detected. The map has been updated. Ich möchte ja nicht stinkig werden, aber achso, ich habe ja gar nicht D-Dog mitgenommen, ich habe Quiet mitgenommen. Also muss ich der Schnecke mal sagen, sie soll das auskundschaften. Begleiterunterstützung, Aufklärung. Please select a deployment point. Gott sei Dank. Nicht schlecht. Buddy has infiltrated and the map has been updated. Warum sehe ich hier keine einzige Marionette? Quiet. Wo ist denn die Schnecke überhaupt? Oh, macht mir die sauer. Die Eier da draußen herum. Oh, jetzt sie markiert was. Oh, das sind ja tatsächlich Marionetten. Sind die alle da drin?
Echt? Bin die nicht so prall, wenn ich ehrlich bin. The map has been updated. Kommt ihr raus? Kommt ihr raus? Komm raus, jetzt will ich da nicht rein. Hey, kannst du die Tür nicht öffnen? Ich muss mal einen Soldaten quasi, eine Marionette auseinandernehmen. Und damit ich weiß, wie viele ich da überhaupt rausholen soll. Und euch zwei Vögel da hinten, was macht ihr da? Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen da mal rein. Bleibt uns eh nichts anderes als gut. Scharfschützengewehr ist natürlich jetzt da doof. Analysis complete. Man müsste echt wissen, ob man die betäuben kann. Ich werde das austesten. Clouds approaching. That's the target. Kann das Ding nicht aus? Knocken? Echt nicht? Nicht einmal ein bisschen? Doch, geht doch. Ist halt nur... Dauert halt nur länger. Echt? Wir machen das anders. Wie machen wir das? Schauen wir mal, was wir an Ausrüstung dabei haben. Schlafgranaten. Ach Gott, ist das ätzend. Gleich einmal wegbringen, nicht dass der aufwacht, wenn ich den zweiten hole. Subject on board. Leave the rest to us. So. So, vier noch, richtig? Das sind die vier auf der anderen Seite. Aber wir gehen den Weg weiter, ganz einfach aus dem Grund, wir wollen ja alles einsammeln. Ja, komm, also so lange hat das ja auch noch nicht gedauert. Sachen liegen hier herum.
Unglaublich. Da liegt nix. So, dann müssen wir hier raus und rüber auf die andere Seite. Das ist die Frage. Fangen wir hinten an oder fangen wir vorne an? Wir fangen hier an. So, einmal Schlafgranate. The Walking Dead. Sehr schön. Eigentlich könnte man Quiet geben, ich brauche Deckung. Subject on board. Leave the rest to us. Na, wie viel nimmt er? Ey, Mädchen, 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 was hast denn du für... Was hast denn du für eine Knarre bei? Du machst das Ding kaputt? Echt? Da bemüht man sich, dass man die Idioten rausbringt. Und sie macht es kaputt. So, dann hier rein. Ja, ein bisschen was lebt immer herum. Ja, die eine Wand noch angucken. Gut. Rein, hier. Da muss auch noch was liegen. Okay, mach den von der anderen Seite. Quiet. Atmen Zombies eigentlich noch? Oder warum wird der jetzt da bewusstlos? So. Ja. Und den trage ich jetzt noch aus, dann muss ich mal kurz unterbrechen. Ich hoffe, man hört es nicht auf dem Video, aber die Waschmaschine quietscht. Sie möchte entleert werden. Side op completed. Side ops list updated. He's coming too. Roger that. Yeah. Extraction arrived at another base. Die Frage ist nur, für wen habe ich denn das jetzt gesäubert? Oh. Ich glaube, da oben müsste eigentlich auch noch was liegen, oder? Hey, hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Hier hoch. So, hier mache ich mal kurz Pause. Bin gleich wieder da. So, bin wieder zurück. Wäsche in den Trockner getan, Waschmaschine neu bestückt. Da oben ist nichts. Also das ist echt... liegt da herum. Also das Klimagerät. Das ist echt ein guter Platz, um Rohstoffe zu farmen, oder?
großer Diamant liegt auch wieder da. Den haben wir ja, glaube ich, bei einem von den ersten Missionen mitgenommen. Hier haben wir auch noch was. Ist das nicht toll? Da oben ist nichts mehr. Und da drüben haben wir noch ein Häuschen. Und draußen haben wir einen Container, mit dem ich dann auch tatsächlich nach Hause reite. Oh, in das Haus. Wollen wir da auch noch reingucken, Leute? Ja. Gut. Wenn ich da hochspringe und darunter sterbe ich nicht. Okay, das war's. Dann rüber zum Container. Ja, wollen wir es jetzt nicht übertreiben, dass wir den Mörser jetzt auch noch mitnehmen. Festhalten, bevor es runterrutscht. Extraction arrived at Mother Base. So, und wenn mich nicht alles täuscht, Leute, dann ist tatsächlich irgendein externer Auftrag beendet worden, weil es haben ja Leute eine Auszeichnung bekommen während dieser Nebenoperation. Und dann können wir gleich mal gucken, ob das gut gegangen ist oder ob wir zwei Leute verloren haben. Ja, als allererstes gucken wir mal bei den Belohnungen. Es gibt keine Belohnungen. Es gibt keine Belohnungen. Dann möchte ich mal wissen. Was das für. Warum haben die eine Dienstauszeichnung erhalten? Die bekommen die doch nur, wenn sie auf externen Missionen. Merken wir uns mal den Namen Steel Hippo. Hulking Husky. Ah Gott, das sind Namen. So, dann gehen wir bei den externen Missionen rein. Sehen wir da vielleicht, wer auf Mission geschickt worden ist? Please select a mission. Nee, sehen wir leider nicht. Das müssen wir dann anders machen. Wir sehen das wahrscheinlich über die Personalverwaltung, über Kampfeinheit, die was jetzt da Viereck drin haben. Ja. Ja, was war das Steel Hippo, gell? Nee, geh. Jetzt auch nicht drinnen. Muss ich nicht verstehen. Es ist, wie es ist. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sei, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht abonniert ihr der eine oder andere sogar meinen Kanal, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Dann bleibt mir nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!